von den Erwachsenen, dass sie mehr Zeit für uns haben und nicht immer arbeiten muss. Im Fokus steht Theater. Das heißt, wir machen Theater, Theaterübungen, Spiele, dass wir einfach so ein bisschen gemeinsam lernen, was heißt es denn, Theater zu spielen. Ich bin 7 Jahre alt. Ich bin 9 Jahre alt. 11 Jahre alt. Gleich kommen Kinder und ein großes Zirkuszelt. Das war schon ganz schön schwer, die Sache rauszuschleppen. Das ist echt cool, denn ich habe noch nie ein Zirkuszelt aufgebaut. Mein Name ist Frederik Schenk und ich bin Richtmeister. Wir sind hier gerade auf dem Garagenhof. Also man kann mit Kindern auf jeden Fall ein Zirkuszelt aufbauen. Wichtig ist, dass man halt alle Sicherheitsrichtlinien beachtet. Ich freue mich darauf, dass ich Theater spielen lerne. Wir machen Theater. Theaterübungen, Spiele. Mein Ziel ist es eigentlich, Schauspielerin zu werden oder Polizistin zu werden. Zirkuszelt kostet ungefähr so viel wie so ein kleines Auto. Aber ich finde es vor allem toll, dass jetzt dieses Zelt hier wirklich unser Zuhause, unsere Basis quasi ist. Also wenn Kinder Interesse haben, an einem Zirkuszelt auf- und abzubauen, dann würde ich erst mit einem eigenen Campingzelt anbauen. Weil ein Campingzelt, das ist ja vom Prinzip nichts anderes, es ist einfach nur ein bisschen kleiner. Und ich freue mich, wenn das Zelt dann steht. Also es ist 7,50 Meter mal 11 Meter groß und hat eine Höhe von 5 Meter. Das ist ungefähr so groß wie eine Drei-Zimmer-Wohnung. Ich freue mich richtig doll. Heute ist Tag 4 und ich bin immer noch hier. Hier steht ein Zirkuszelt, das wir in alles Mögliche verwandeln. Es ist unsere Bühne, es ist unser Workout-Zelt. Wir lesen hier, wir malen, wir machen kreative Sachen. Wir haben zum Beispiel geübt, wie man richtig auf der Bühne steht, Zeit einschätzen, Geschichten zu einer Emotion oder so ausdenken. Am meisten hat mir Spaß gemacht, Pantomime. Heute haben wir angefangen, in Zeitlupe Bewegungen zu machen und miteinander so kleine Szenen zu spielen. Man versteht auch alles viel, viel schneller bei den zwei. Also am Anfang war es relativ entspannt, da waren nur 4 Kinder da und jeden Tag wurden es mehr. Ich habe das durch meine Mutter erfahren und mir war zu Hause halt langweilig und deswegen bin ich hierher. Finde ich es mega cool zu sehen, wie Kinder aus sich herauskommen. Auch gerade so die ruhigeren Kinder, wenn man die sozusagen mal auf die Bühne stellt, was die eigentlich wirklich drauf haben und wenn sie sich erstmal an die Gruppe gewöhnt haben und sich sicher fühlen. Ich komme gut klar mit den anderen Kindern. Es gab noch keine chinesischen Nudeln, aber ich würde es mir wünschen, dass es die hier gibt. Hier lernen wir, wie man auf der Bühne halt auftretet. Das Gute, glaube ich, wie man dieses Zauberwürfel-Prinzip auch anwenden kann, ist dieses flexibel im Kopf sein, Lösungen finden. Das ist auch sehr wichtig für die Bühne und für Spielen. Das ist, glaube ich, ein gutes Gehirntraining. Also wir machen ja nicht nur mit dem Körper was, sondern auch für den Kopf. Wir machen auch ganz viel Koordination, ganz viel Reflexe schärfen, einfach die Sinne schärfen. Und das kann man natürlich dann auch nochmal im Zauberwürfel bauen und irgendwie die richtigen Farben zusammenschieben, das kann man gut anwenden. Ja, aber muss man sehr geduldig sein und langsam und mehr und mehr wiederholen. Mein Sohn Mohammed kann das einfach machen. Komm, Mohammed. Out.
uns war wichtig, dass wir nicht drin sind, sondern im Sommer einfach draußen sind, dass wir schön frische Luft haben, dass wir, ich glaube auch, dass man draußen und auch in so einem Zirkuszelt einfach die Fantasie ganz anders anregen kann, dass man ganz anders kreativ sein kann, als wenn man irgendwie so im Raum ist, wo irgendwie man immer wieder mal ein Fenster aufmacht. Heute ist Mittwoch und Freitag ist dann die Aufführung. Wir alle haben das Stück geschrieben. Das Schönste war, dass wir uns Geschichten in Teams überlegt haben. Und eine Freundin von mir, die Amalia, die ist zwar jetzt da hinten, darf ich das überhaupt sagen? Die hat auch eine Wolfsmaske, eine coole Schnauze, die kriege ich auch, ich will die auch. Und die ist meine verschollene Schwester. Aber wir wissen gar nicht, dass wir verwandt sind. Also wir wissen schon, aber wir hassen uns, wir kämpfen. Als wir uns die Geschichten überlegt haben, war das gut, aber ich war auch, man braucht auch Konzentration beim Theater und man muss auch viel mitdenken. Also es geht sozusagen um Richtsberg, dass die Menschen in Tiere verwandelt wurden. Und dazu spielen wir jetzt ein Stück vor. Und jetzt gibt es verschiedene Stellen, zum Beispiel, wo es Grabschöpfer gibt. Und es gibt auch so, also wir dürften uns ein Tier aussuchen, was wir sein wollen. Und dazu haben wir Masken gemacht. Und haben die Kinder dann in Kleingruppen zusammengepackt und haben gesagt, ihr entwickelt jetzt eine Szene. Denkt euch was aus, was ein bisschen zu den Ideen passt, die wir gesammelt haben, und macht eine Szene dazu. Also wir werden dann aus den einzelnen Geschichten, die wir dann erfunden haben, werden wir das dann zusammenbauen zu einem Theaterstück. So manche sind Kängurus, manche sind Affen, manche sind Flamingos. Wir haben uns sowas mit Tieren entschieden, dass Menschen in Tiere verwandelt werden und dann halt fliehen sozusagen. Also ich glaube einfach, dass die wahnsinnig viel über sich auch lernen. Also die lernen sich ganz anders kennen, wachsen über sich hinaus, machen Dinge, die sie sich vorher vielleicht gar nicht getraut haben. Und einfach, man ist im Theater ja nur stark als Gruppe. Also wenn ich alleine auf der Bühne stehe, klar kann ich machen, was ich will. Aber sobald Kollegen, Kolleginnen mit dabei sind, muss ich auf die anderen aufpassen. Ich muss alle mit einbeziehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nur dann gutes Theater, wenn alle zusammenarbeiten und am selben Strang ziehen. Dass man einfach selbstbewusster ist auf der Bühne. Und ich finde es auch cool, dass man hier was unternehmen kann, nicht die ganze Zeit zu Hause hocken. Wenn ich groß bin, werde ich in die Werkstatt von meinem Papa. Interaktionen zwischen Grashüpfern können vom gegenseitigen Putzen bis hin zu aggressivem Verhalten reichen. Grashüpfer neigen dazu, in Gruppen zu bleiben, um sich natürlich ist man sehr stolz, wenn man seine Kinder sieht, was sie so aufführen, was sie lernen und wie engagiert sie auch sind. Ich sehe das einmal mehr
es funktioniert hat, Menschen zusammenzubringen über ein kulturelles Ereignis und dabei aber auch noch viel mehr zu erreichen, nämlich dass man zusammenkommt, dass man sich austauscht, dass man mit Politikern vielleicht ins Gespräch kommt, dass man auch noch mal ein paar Informationen abgreift, was passiert denn sonst so. Die größte Herausforderung in den letzten 2 Wochen war, den Spagat zu schaffen zwischen den Kids, die voll was machen wollen und die man eher bändigen muss, und den Kids, die dann vielleicht ein bisschen Angst bekommen und sagen, aha, vielleicht möchte ich es doch nicht, und irgendwie beide so zusammenzubringen. Also wenn sie jetzt zu Hause gewesen wären, würden sie wahrscheinlich vorm Fernseher sitzen oder draußen im Garten spielen. Aber ich finde es richtig gut, dass sie das jetzt die 2 Wochen gemacht haben. Wie so oft, man hat ein Konzept und dann irgendwann mal... Nee, den Hocker, den brauche ich kurz, ja, Elli. Weil guck mal, ich muss jetzt Thomas was erzählen. Wenn ich den Hocker nicht habe, dann falle ich hin. Plumps. Ich habe im Internet gesehen und sie wollte seit ein paar Jahren Theater spielen. Sie hat mir gar nichts zu Hause erzählt. Sie hat gesagt, muss eine Überraschung sein. Also ich habe Sarah heute gesehen, sie hat sehr schöne Theater gemacht. Tolle Veranstaltung war es, und die haben so toll gespielt. Das war im Großen und Ganzen kann ich einfach nur sagen, dass ich so happy war, bei diesem Projekt dabei gewesen zu sein. Ich kenne das Viertel hier schon seit 40 Jahren, bin hier quasi auch aufgewachsen. Meine Großeltern, meine Mutter, wir alle sind hier, und früher war das hier ein Spielplatz, wo dieses Zirkuszelt gestanden hat. Und es ist total schön zu sehen, dass hier wieder Kinder unterwegs sind, weil normalerweise ist das hier Brachland. Wir hatten einen Solopart. Das war total abgefahren, dass sie sich ganz alleine vor dieses große Publikum stellt und dann Theater spielt. Also wirklich abgefahren. Aber dieser Zirkus war natürlich was Besonderes, und dieses Zirkuszelt und die Theaterfreizeit, das hatte sehr viel mit Fantasie und mit einem Ort wirklich völlig anders nochmal gestalten zu tun, und daher war es sehr schön, dass dieses Zelt hier für 2 Wochen gestanden hat, und jetzt ist es schade, dass es weg ist. Wenn ich irgendwann halt mal da vorbeikomme oder so und den Zelt halt nicht sehe, ich würde halt an die Erinnerung halt da nochmal denken und so.